Ich bin immer noch in Japan und jetzt gerade beim Skytree und wir werden dort das gehypteste Set vom letzten Jahr öffnen. Schauen wir rein, was wir ziehen werden. VMAX Climax, das gehypteste Set des letzten Jahres, wie auch gerade schon gesagt. Chance of God Pack, ich habe diese Booster tatsächlich im Pokémon Center gekauft. Wir haben natürlich hier Character Rares, wir haben hier alles mögliche. Wunderschöne Artworks aus dem kompletten Zyklus des letzten Jahres. Mermion, sehr, sehr spielstark. Wir haben hier auch die Doppelenergie, der Bird Keeper, ein Levelball, Wulauso, Gardevoir und ein Wulauso V und ein Zwirlicht. Wir sind jetzt auf dem Skytree und ich werde jetzt hier natürlich ebenfalls ein Booster öffnen. Das ist zwar erst der erste Floor, aber wir gehen noch ganz nach oben. Gucken wir mal, was wir hier haben. Wir haben ein Trasler, ein Formeo, ein Maracamba. Ich weiß es nicht. Flugzeil. Okay. Zapdos. Wir haben ein Rayquaza. Passend zum Skytree. Und die gute Expeditionsleiterin. Ganz witzige Story. Vom Skytree Pokémon Center ist das Maskottchen Rayquaza. Gehen wir weiter nach oben. Das nächste Pack. Wir haben hier eine der wunderschönsten Artworks. Snom, Galagladi, Roy, Kristall, Zekrom, Zebraking und Zacian. Vielleicht haben wir ein Godpack, ich glaube zwar nicht, aber eventuell ja was anderes. Schauen wir mal. Barty, Sepa, Energie, Mary, Kugel, Tauros und Hytera und ein Blitzer. Die sind sehr cool, da geht noch besser. Wir haben die letzten Booster. Wir haben die letzten Booster. Wir sind jetzt beim Glasboden und da werdet ihr wahrscheinlich auch jetzt noch ein paar Bilder sehen. Sieht schon sehr, sehr eindrucksvoll aus, aber was ebenfalls eindrucksvoll ist, ist hoffentlich ein Godpack und eine Secret Rare hier. Wir haben ein Glurak, das ist schon mal sehr cool. Ein Relaxo. Und wir haben eine Mimikma Character Super Rare. Hatte ich auch noch nicht, dementsprechend ist es schon mal sehr, sehr geil. Und das nächste. Gucken wir mal, was ziehen wir noch? Wir haben hier Rayquaza wieder, auch wieder passend zum Skytree. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon ziemlich cool hier zu sein, wenn man ja die komplette City von Tokio gefühlt im Hintergrund hat. Also es ist halt atemberaubend. Also wenn ihr euch das mal anschaut, du kannst halt wirklich bis zum Meer hinten gucken. Ich war schon mal vor 4 Jahren tatsächlich, aber ich glaube nicht ganz, ganz oben. Dementsprechend war das für mich auch nochmal eine neue Erfahrung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr in Tokio seid, macht ihr auf jeden Fall mal einen Stepper hin. Ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen. Und wir haben hier nochmal einen Wuffels und das gute Zipreise. Davon hört man auch einige in Japan. Aber okay. Wir haben noch dieses wunderbare Galan Friends, wenn wir die ziehen sollten. Endgame. Habe ich ja schon zweimal. Okay, leider nicht. Komm schon. Godpack, Godpack, Godpack. Dass sie nicht so Godpack ist. Aber okay, vielleicht nochmal eine Fuller. Vielleicht nochmal eine Goldkarte. Chopé haben wir. Banette. Der Kaffeemaster. Die Handschuhe. Hooper. Octillerie. Zwillfinst und Elektro. Das letzte haben wir noch. Wir machen jetzt hier einen Booster auf beim Glasboden und wir schauen mal, was wir hier bekommen werden. Wir haben eine Elektroenergie, Zickzacks. Oh, irgendwas haben wir. Irgendwas haben wir, glaube ich. Ariados, eine Gala, eine Urne, ein Wolverock, ein Nachtara und eine Kristallkugel. Da war gar nichts. Führe was richtig Großes. Sieht die gut aus? Ja, für mich schon. Wie gut? Oh, let's go! Die ist richtig gut, Alter! Sorry, Alter. Ey. Das ist richtig gut! Das ist richtig gut! Das ist eine 100-Euro-Karte. Oh. Also, wie gesagt, für Touris, glaube ich, mega cool. Oder selbst für Einheimische immer ein geiles Ding. Das Ganze ist der größte Turm der Welt und das zweitgrößte Gebäude. Und das kann man, glaube ich, auch erkennen anhand der Größe. Danke fürs Opening. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.